Bei der Entwicklung des neuen Civic waren wir in erster Linie auf jedermanns Sicherheit bedacht. Nicht nur auf die der Fahrzeuginsassen, sondern auf die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, also auch der Fußgänger oder Radfahrer. In Tochigi in Japan hat Honda eine eigene Hightech-Crashtest-Anlage. Dort konnten wir Zusammenstöße mit unterschiedlich großen und schweren Fahrzeugen aus verschiedenen Winkeln und mit wechselnden Geschwindigkeiten durchführen. Wir wollten sicherstellen, unseren Kunden die bestmögliche Sicherheit unter realen Bedingungen zu bieten. Einer der besten Wege, dies zu erreichen, ist ACE, eine Advanced Compatibility Engineering Karosserie. Diese Art der Energieaufnahme beschützt die Insassen eines Fahrzeugs ebenso wie die Insassen anderer Wagen, die mit ihm zusammenstoßen. Die ACE-Karosseriebauweise basiert auf einem polygonalen Rahmen, der an der Front befestigt wird und verhindert, dass sich die Kabine verformt, indem er Belastungen vom Passagierraum wegleitet. Beim Zusammenstoß unterschiedlich großer und schwerer Fahrzeuge ist das besonders wichtig. Ebenso wichtig wie die Technologie, die uns bei einem Crash beschützt, ist die Technologie, die uns hilft, Unfälle zu vermeiden oder ihre Folgen abzuschwächen. Dies ist das erste Mal, dass unser CMBS-System in einem europäischen Civic zum Einsatz kommt. Das Kollisionswarnsystem CMBS funktioniert, indem es den Abstand zwischen meinem und dem vorausfahrenden Fahrzeug kontrolliert. Sobald dieser Abstand einen kritischen Grad erreicht, gibt das Auto eine akustische und visuelle Warnung. Wenn ich mich entscheide, nicht darauf zu reagieren, wird der Sicherheitsgurt gestrafft und das Auto geht in die Bremsen. So wird hoffentlich ein Unfall vermieden oder zumindest die Schwere des Unfalls reduziert. Wir sind überzeugt, dass es in Europa pro Jahr 250.000 Unfälle weniger geben würde, wenn jedes Auto mit dieser Technologie ausgestattet wäre. Ich bin außerdem sehr stolz, dass Honda bei der Passantensicherheit eine führende Rolle hat. An diesem Bereich haben wir kontinuierlich gearbeitet. Der Civic verfügt über viele Features, die zum Schutz der Passanten beitragen können. Zum Beispiel hat er eine Scheibenwischeranlage, die im Falle einer Kollision bricht, und energieabsorbierende Elemente in den Kotflügeln, in den Gelenken der Motorhaube und an der vorderen Stoßstange. Als Fußgänger, aber auch als Autofahrer ist mir das sehr wichtig. Es war eine große Herausforderung, aber auch eine Ehre, an diesem Projekt beteiligt zu sein. Wenn das Auto auf die Straße kommt, werden vor allem die Designer die Lorbeeren ernten. Wie dem auch sei, ich freue mich, wenn die Systeme, die ich entwickelt habe, nie zum Einsatz kommen. Aber es ist toll, dass sie da sind, falls sie einmal gebraucht werden. Unser Ziel ist eine 5-Sterne Euro NCAP Crashtest-Bewertung. 2012 werden strengere Tests eingeführt. Aber unsere internen Tests zeigen, dass wir in der Lage sind, den Anforderungen zu entsprechen. Der Civic soll eines der sichersten Autos seiner Klasse sein.